Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal zum Thema I.O. Broker. Genauer, wie kann man kontrollieren bzw. wie bekommt man die Information in den I.O. Broker, ob man gerade zu Hause ist, auf der Arbeit ist, bei Freunden ist, bei den Schwiegereltern ist, wo auch immer. Das heißt, wir können jetzt mit einer App, die nennt sich GeoFancy, dann eben verschiedene Locations anlegen. Ich glaube, die kostet einmalig 2,99 Euro und ist auch nur für iOS verfügbar, soweit ich weiß. Für Android gibt es aber ähnliche Lösungen, kann ich dir hier unten ja mal verlinken. Das Prinzip sollte da genauso funktionieren. Das heißt, wir legen in GeoFancy dann eben verschiedene Locations an und können dann eben an diese Location ja einen Radius knüpfen. Und wenn wir diesen Radius betreten, dann können wir eine URL aufrufen. Und wenn wir den Radius wieder verlassen, können wir eine andere URL aufrufen. Die Hürde ist nun also, eine Möglichkeit zu finden, wie man von überall auf der Welt eben ja diese Informationen, dass man gerade dort hingegangen ist, dann eben an den IO-Broker übermitteln kann. Und das schauen wir uns gemeinsam an. Die App habe ich schon heruntergeladen und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Zurück im IO-Broker müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir diese beiden URLs irgendwie erstellen. Wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir von überall auf der Welt, auch aus dem Mobilfunknetz und so weiter, diese URLs, die dort in der App hinterlegt werden, eben aufrufen können, dass in unserem IO-Broker eben ein Datenpunkt verändert wird, dass wir dort sind oder eben nicht. Und das könnten wir jetzt per Port Forwarding machen, per Reverse Proxy, da gibt es Möglichkeiten ohne Ende, aber für diese ganzen ja, Möglichkeiten braucht man relativ viel Know-how, man muss das vernünftig absichern, gerade wenn es dann um HTTPS geht, dünn DNS und so weiter, dann hat vielleicht nicht jeder einen IPv4-Anschluss, dann geht es mit IPv6 und Dual Stack Lite und so weiter weiter, ist also sehr nervig, wir machen das viel, viel einfacher. Und dafür gibt es schon eine Möglichkeit in dem IO-Broker. Ich gehe mal hier auf die Instanzen, denn ich habe hier von dem IoT-Adapter schon mal eine Instanz erstellt und der bietet eben die Möglichkeit, sogenannte Services anzulegen. Ich gehe einfach mal hier auf den Schraubenschlüssel und bei mir ist das alles schon soweit fertig konfiguriert. Alles, was man braucht, ist eigentlich nur die Zugangsdaten von einem Konto, welches man auf iobroker.pro eben erstellt hat, also Benutzername und Passwort. Hier unten findest du auch den Link zu iobroker.pro. Einfach da draufklicken, dann kommst du auf diese Seite und kannst dich eben hier registrieren mit Benutzername, also E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann legst du ein neues Konto an und sobald das alles erledigt ist, kannst du die Zugangsdaten hier eintragen. Ja, und dann wird das Ganze eben hier ja, über die Cloud mit deinem IO-Broker dann eben verknüpft und danach können wir sogenannte Services anlegen. Hier oben rechts finden wir einen Tab Services und hier können wir jetzt eben Services anlegen. Und da legen wir einfach für jeden, ja für jede Location und für jeden Nutzer dann quasi einen eigenen Service an. Ich mache hier zum Beispiel Location.Bahnhof jetzt einfach mal als Beispiel, drücke auf Plus und dann habe ich hier Location Bahnhof. Man könnte jetzt noch hier Location.work oder so und Location.home und so weiter anlegen und da können wir dann überall ein- und auschecken, wenn wir diese ganzen Orte dann eben auch in der jeweiligen GeoFancy App dann eben anlegen. Ja, wie machen wir das? Wir brauchen dafür dann gleich diese URL hier, die kann ich mir schon mal kopieren. Und die rufen wir dann gleich eben auf. Hier müssen wir noch den Service-Namen dann eintragen. Und dieser Service-Name ist eben das, was wir hier hingeschrieben haben. Also einen Service-Namen können wir hier in der URL dann nachher einfach ersetzen. Aktuell Location.Bahnhof, Location.Work, Location.Home und so weiter. Hier sind wir erstmal fertig. Ich klicke auf Speichern und Schließen. Dann startet der IoT-Adapter einmal neu. Das dauert natürlich eine Sekunde. Und danach können wir diese Services eben schon verwenden. Ich gehe mal auf die Objekte und wenn ich dann hier zu IoT gehe, dann finden wir hier Services. Ja, und hier ist jetzt noch nichts drin. Da kommen die dann eben gleich rein. Wenn wir die benutzt haben, dann werden automatisch Datenpunkte an der Stelle eben angelegt. Ich habe hier gerade einfach mal ein neues Browserfenster geöffnet und hier die URL eingetragen, die ich gerade kopiert habe. Und hier würde ich jetzt hinschreiben Location.Bahnhof. Zum Beispiel. Und ganz am Ende hier kann ich dann eben ja, Daten mitgeben, was da eingetragen werden soll. Zum Beispiel Hallo. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird das eben an meine IO-Broker-Instanz gesendet, über den IO-Broker-Server hier, über die IO-Broker-Cloud. Und wenn ich jetzt zurückgehe hier, dann sehen wir haben jetzt hier
Custom Location und dann Bahnhof. Und da steht jetzt Hallo drin. Wunderbar. Ja, und wenn ich jetzt hier was anderes reinschreiben will, zum Beispiel Test, ich kann das hier mal hier ein bisschen kleiner machen, dann siehst du das auch sofort hier unten. Und zwar schreibe ich jetzt einfach Test da rein, drücke Enter, dauert es einen Moment und dann steht hier Test in dem Datenpunkt. Wir haben also jetzt eine Möglichkeit, über so einen Get-Request hier Daten direkt in diesen Datenpunkt zu schreiben. Ja, und diese URL, die kann ich jetzt relativ einfach hier in dieser App einfach eintragen. Wir können ja jetzt hier für Kommen und für Gehen zwei verschiedene URLs eintragen. Dafür gehe ich mal einfach hier in meinen Browser und jetzt kann ich ja hier einfach von meinem Rechner hier die URL aufrufen und übernehmen. Hier habe ich die jetzt also auf dem Smartphone. Dann kopiere ich die URL einfach, gehe zurück hier rein und füge sie direkt hier ein. So, das ist jetzt hier Kommen, also könnte ich da reinschreiben, Data ist zum Beispiel 1 und hier unten ist das Ganze dann eben 0 zum Beispiel. So, das war es im Prinzip schon. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Ich kann also hier einfach mal auf Enter klicken. Dann steht hier eine 1, okay, und bei Exit steht da eben eine 0. Funktioniert einwandfrei. Im Prinzip sind wir jetzt schon fertig und wir könnten jetzt hier drauf eben ein Script registrieren, was eben diesen Datenpunkt überwacht und prüft und schaut, ob wir gerade gegangen sind oder ob wir gerade gekommen sind oder ob wir bei der Arbeit angekommen sind oder ob wir zu Hause sind und dann eben verschiedene Aktionen anstoßen. Das geht natürlich mit mehreren Geräten. Wir könnten jetzt für jeden im Haus einen einzelnen Datenpunkt anlegen, für Home zum Beispiel, und hätten dann die Möglichkeit, ja, das dann eben jeweils zu übertragen und wissen so komplett eben den Status, wo wir gerade sind. Ich hoffe, das Prinzip ist bis hierhin klar geworden. Wenn ich hier hinten auf die drei Punkte gehe und dann auf die Settings, dann kann ich hier auf Feintuning gehen und kann hier eben den Radius noch einstellen. 100 Meter, 150, 200 und so weiter. Ich glaube, der Höchstwert ist 30 Kilometer oder so. Jetzt könnte ich hier noch definieren, was passieren soll, wenn ich zum Beispiel nur 5 Minuten weg bin und dann eben direkt wiederkomme, ob das dann als Weggehen und Wiederkommen registriert werden soll. Man kann hier also ja theoretisch auch Time-Tracking mitmachen, wie lange man an dem jeweiligen Tag auf der Arbeit war, wie lange man weg war und so weiter. Wir nutzen das ja hier ein bisschen anders und hier legt man sich jetzt einfach verschiedene Locations an und kann dann eben zu jeder Location einen Webhook anlegen und so eben die Information, ob man dort ankommt oder wegfährt, eben in den IO-Broker bringen. Ja, und damit würde ich auch mal wieder ganz gerne zum Ende von diesem Video kommen. Wie du gesehen hast, war das Einrichten wirklich super einfach. Gerade mit dieser App in Kombination mit dem IO-Broker Cloud Service. Super einfach und sehr, sehr praktisch und vor allem sicher. Du musst nicht irgendwelche Ports freigeben oder dich mit irgendwelchen SSL-Zertifikaten über Let's Encrypt auf deiner eigenen dünnen DNS-Domain rumschlagen. Du kannst es einfach, ja, so einrichten und es funktioniert und ist eben auch sicher an der Stelle. Ja, was kann man damit jetzt machen? Man kann eben zum Beispiel die Heizung runterregeln, wenn alle das Haus verlassen, oder eben auch hochregeln, wenn einer wieder in den Radius kommt. Kommt natürlich darauf an, wie groß der gesteckt ist. Wenn das jetzt ein 50 Meter Radius ist, dann wird die Heizung in der Zeit nicht so viel schaffen. Theoretisch könnte man ja auch den gleichen Standort mehrfach anlegen und dann verschiedene Kreise, also mit anderen Radien, das Ganze dann kombinieren. Und wenn man sich immer näher annähert oder sich in einem 500 Meter Radius befindet oder 1 Kilometer Radius, dass dann eben zum Beispiel die Heizung schon mal hochgeregelt wird. Genauso könnte man die Alarmanlage scharf schalten, wenn alle weggehen. Dann muss man natürlich nur dafür sorgen, dass auch immer alle ihre Smartphones brav mitnehmen. Mache ich zum Beispiel nicht. Wenn ich mit dem Hund eine Runde spazieren gehe, habe ich mein Smartphone eben oft nicht dabei. Würde also an der Stelle nicht funktionieren. Oder wenn Gäste alleine zu Hause sind und alle anderen Smartphones sind weg, wäre das auch nicht so gut, wenn die Alarmanlage dann aktiv wäre als Beispiel. Das heißt, da muss man schon noch auf die verschiedenen Edge Cases dann eben achten, welche Möglichkeiten es dann gibt. Aber gerade beim Nachhausekommen kann man eben dann ja verschiedene Aktionen anstoßen oder zum Beispiel auch, wenn man die Arbeit verlässt, kann man die anderen benachrichtigen, dass man sich auf dem Weg befindet. Und ja, je nachdem weiß natürlich jeder, wie lange man ungefähr für den Nachhauseweg dann eben braucht. Und die können sich schon mal dann drauf einstellen. Das aber nur die Beispiele. Ansonsten würde ich sagen, schreib mir gerne in die Kommentare, was du damit machst, was du vielleicht für Regeln anstößt. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben von dir, wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat. Und werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest.
Ansonsten würde ich an dieser Stelle das Video erstmal beenden, bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Schau gerne im IO Broker Masterkurs vorbei, wenn du mehr zum Thema Blockly, Regeln und so weiter lernen möchtest und da vielleicht noch nicht so fit bist, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ja, jetzt aber genug geredet, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao.